Günstiges Gold, Diablo 4 Items und weitere Boosts gibt es bei AOE AHA. Checkt den Link in der Beschreibung. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich euch das Konzept von meinem Gewittersturm-Druiden für Season 5. Leider haben erst jüngste Änderungen ihn möglich gemacht, daher ist er noch absolut ungetestet. Ich werde seine wahre Stärke also selbst erst sehen, wenn ich ihn in der neuen Season gebaut habe. Es ist also eher ein experimenteller Build, der aber auf jeden Fall schon mal funktionieren wird. Wenn ihr gute Ideen habt, könnt ihr ihn auch selbst weiter anpassen und optimieren. Ansonsten kommt im Laufe der Season auch noch ein Update-Video. Schauen wir kurz durch den Skilltree. Tobender Gewittersturm wird maximiert. Dazu nehmen wir die 3 Punkte in Wilde Impulse mit. Dann spielen wir 3 Defensiv-Skills. Irdenes Bollwerk ist unser Stunbreaker. Zyklonrüstung und schwächendes Gebrüll geben Schadensreduktion. Dazu kommt dann der primitive Hurricane, sowie die ganzen Sturm-Passiv-Skills links daneben. Und ganz wichtig, die ultimative Fertigkeit Kataklysmus. Die gehört zur Kernidee des Builds. Die restlichen Punkte kommen dann in die Naturmagie-Passiv-Skills. Zentrale Passivfertigkeit ist der perfekte Sturm. Kurz die Geistersägen. Beim Hirsch nehmen wir Argwohn. Mit dem Vogel sind wir im Bunde. Hier nehmen wir Seelenklauen und Zorn der Vögel. Beim Fuchs auf jeden Fall Verhängnis, damit der Kataklysmus länger anhält. Ganz unten bei der Schlange nehmen wir außerdem Ruhe vor dem Sturm, um die Abklingzeit der Ulti schneller zu überwinden. Weiter geht es mit dem Paragon-System. Vom Blitz getroffen ist das wichtigste Brett, hier nehmen wir fast alle seltenen und auch den legendären Knoten mit. Führung der Ahnen spiele ich hauptsächlich wegen dem legendären Knoten. Und schließlich haben sich dann auch noch irdene Verheerung, einengende Ranken und innere Bestie angeboten. Die Glyphen sind Ausbeuten, Erde und Himmel, Geist, Hüter, Territorial und Mensch. Die geben sowohl eine Menge Extraschaden als auch etwas Schadensreduktion. Schließlich die Ausrüstung. Wir brauchen 4 Unique Items. Die Krone von Lucion sollte auf dem Bild für mächtig viel Schaden sorgen und natürlich spielen wir die Gewittersturmhandschuhe. Flickerschritt sind ebenfalls wichtig, damit wir die Abklingzeit von Kataklysmus schnell zurücksetzen können. Und auf jeden Fall brauchen wir auch den neuen Unique Druidenring. Mit dem bekommen wir bis zu 100% mehr Schaden, solange Kataklysmus aktiv ist und unendlich Ressourcen. Wir tragen am Ende auch 2 Über-Items, Doombringer und Ring der sternlosen Himmel. Durch Doom sollten wir ultra tanky werden, damit wir auch in hohen Pits nicht so schnell umkippen. Auf Brust und Hose solltet ihr dann dafür sorgen, dass ihr am Ende genügend Rüstung und Resistenzen habt. Ansonsten sind Leben und Willenskraft zu priorisieren. Auf dem Totem ist noch mehr Abklingzeitreduktion gut, sowie kritische Trefferchance und Willenskraft. Dazu härten wir die Dauer von Gewittersturm und entweder Kataklysmus-Schaden oder Sturmschaden. Auf dem Amulett helfen die Passivskills Trotz und Resonanz, dazu idealerweise Abklingzeitreduktion. Hier können wir außerdem auch die Abklingzeitreduktion für Kataklysmus härten und auch wieder Schaden für Gewittersturm oder Kataklysmus. Da muss ich am Ende noch testen, was besser ist. Was die Aspekte angeht, muss ich noch schauen, wie gut die beiden Gewittersturm-Aspekte am Ende sind. Andernfalls können wir auch Schadensaspekte wie innere Ruhe, Klingenmeister oder gar Vergeltung einbauen. Auf Hose und Brust empfehle ich unvergänglich und erschütternde Schläge. Die Idee hinter dem Bild: wir wollen die ganze Zeit den Kataklysmus aktiv haben. Dafür erhöhen wir die Dauer mit der Passivfertigkeit Endloser Sturm und mit dem Geistersegen Verhängnis. Außerdem haben wir die Abklingzeit durch die Ausrüstung reduziert und dank Flickerschritt und dem Geistersegen Ruhe vor dem Sturm können wir sie auch noch schneller zurücksetzen. In der Praxis bekommt man es also sehr einfach hin, dass Kataklysmus schon wieder einsatzbereit ist, bevor er aufgehört hat zu wirken. Somit können wir ihn endlos nutzen, solange genug Monster vorhanden sind und haben damit die ganze Zeit den Schadensbonus sowie unendlich Ressourcen. Am Ende sollte der Build also richtig rocken und der Gewittersturm bringt eine sehr einfache Spielweise mit. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man den Imperator von Star Wars steuern. Ich freue mich schon richtig darauf, aber erstmal wünsche ich euch allen einen guten Season-Start. Macht es gut und möge der Loot mit euch sein. Folgt mir.
Danke. Wiedersehen.